Hallihallo, ich bin wieder euer Knosti und heute spielen wir wieder eine neue Map, diesmal Zombie Modes. Ja genau, nämlich die neue Map, hier sehen wir schon, Mob of the Dead. Oder nicht? Hallo? Nicht? Hier, also hier, was bin ich eigentlich? Ich habe die Map noch nicht gespielt, wie ihr seht, es ist noch ein Schlüssel hier vorhanden. Das ist mein allererster Versuch. Ich habe davor zwar das ein oder andere Video dazu gesehen, das heißt, was es für neue Waffen gibt und so weiter, aber ich habe keine Ahnung von der Map und wie es jetzt wirklich aussieht. Und ich hoffe, ich kann hier, und ich hoffe, ich komme, sagen wir, bis Runde 4, 5 sollte eigentlich das Ziel sein, weil bei Die Rise auch so, dass ich bis Runde 4 gekommen bin. Übrigens sind alle anderen Multiplayer-Maps unten verlinkt und auch mein erster Part zu alle Waffen gepuncht in einem Spiel, wo die Challenge derzeit, wenn ich das Video hochlade, noch läuft. Also, da probiere ich alle Waffen in einem Spiel zu punchen, für die Zombie interessiert. Schluck genommen. Und das werden wir einfach mal spielen probieren, alleine mal. Oh mein Gott. Und Mob of the Dead ist für die, das interessiert, auch im neuen Mapping natürlich dabei. Und wir müssen aus dem Gefängnis von Alcatraz fliehen. Das ist natürlich auch nachher das, oder was heißt dann natürlich, aber das ist das Easter Egg wahrscheinlich. Und vielleicht wird da in Zukunft auch ein Video kommen, falls ihr es unten in die Kommentare schreibt und euch wünscht. Zombie-Videos kommen da generell bei mir gut an. Schauen wir mal auf die besten Listen, ob da irgendjemand schon was gemacht hat. Alleine. Oh, Tequila Power 13, Runde 13, no, vielleicht schaffen wir das ja. Sehr schön. Also wir starten das Spiel. Spiel beginnt jetzt. Oh hier, ich bin eigentlich gespannt auf die Map und ich werde auch dieses Vorspiel drinnen lassen. 4, 3, 2, 1, 0. Und ich hoffe, ihr schaut es euch das auch an, weil das ist ziemlich interessant. Das haben wir doch alles bestimmt schon 50 Mal. Und wir haben es noch 50 Mal, wenn es denn sein muss. 9.30 Uhr, Licht aus. Die Wache hat Rundgang. Wie geht's uns denn heute, Ferguson? Familie gesund? Alles prächtig, Mr. DeLuca. Mein Sohn Tommy ist fast 6 jetzt. Wie die Zeit vergeht. Hey, Finn. Ein heißer Tipp fürs Rennen am Samstag? Ich bin schon dran. Jetzt gerade. Bringst du ihn zum Schweigen? Oder muss ich das tun? Du kennst die Regeln, Hanson. Klappe halten. 9.35. Das Wiesel fängt mit seinem üblichen Lied und Tanzen an. Verdammt, Arlington! Holen Sie schnell den Ball! Es gibt wieder falscher Alarm. Sobald das Wiesel die Schlüssel hat, gehen wir über zu Phase 2. Dann mal los. Bitte schön, Leute. Mit bestem Dank an die Privatsammlung der Wache. Waren das die Jungs in der Wäscherei? Da kannst du einen drauf lassen. Was zum Teufel? Der war tot. Du warst viel zu lange in der Zelle, Al. Du weißt nicht mehr, wie man das macht. Ja! Was zum Teufel? Da stimmt was nicht. Mir geht was echt Seltsames vor. Sag los, Liesel. Wo kommen diese Scheuer her? Oh, Scheiße. So, und ich denke, das war's mal. Ich fand die Geschichte wirklich cool, das heißt, wenn ihr sie nicht angeschaut habt, spult einfach zurück, ich werde euch oben einblenden. Das sind dieser Clip ist wirklich cool, also der gefällt mir. Und was müssen wir jetzt machen? Energiestoß. Lol. Wir können schweben auch. Ah, das ist dieser Afterlife-Modus, warte mal, hier. Wiederbeleben, machen wir das mal. Ah, das heißt, okay, man startet in diesem
Afterlife-Modus. Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür, hier ist die 14, ja. Hier kann man keine Tür aufmachen. Schauen wir mal, was es hier alles so gibt. So. Double Points. Hey, geil. Also, ich habe gedacht, ich habe es gerade bekommen. Nee, nee. So, was gibt es hier noch Schönes? Hier ist ein Plan. Ich bin hier. Da ist ein Office. Ja, da muss man... Wie gesagt, das ist... Wie es auch schon wieder eine ziemlich umfangreiche Map. Schauen wir mal, was hier lang geht. Hier kommen auch Zombies, okay. Und hier ist auch die Olympia. Also zwei altbekannte Waffen. Hier ist auch eine Tür. Ich nehme an, dass sie wieder auch die erste sein, die wir uns mal kaufen. So. Fuck, ja. Und wir haben auch so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Knifen den mal. Hä? Ja. Knifen den auch einmal. Ich will ja auch nichts riskieren. Deswegen kaufen wir uns dann gleich mal die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knifen. Die M14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, die Zombies schauen geil aus. Die schauen richtig geil aus, ja? So, sehr schön. War das der letzte? Wir reparieren ein bisschen noch. Ah, da hinten ist noch einer. Der hier raus, das schaut ziemlich schön aus. Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach hier raushüpfen, sondern uns irgendwie anders rausschlagen müssen. Ich barriere nur die Reparieren, ja. Ich repariere nur schnell die Barrieren, damit wir ein bisschen Geld noch bekommen. Hier können wir einfach rausspringen, wie unrealistisch. Jo. So. Wir schauen uns noch... Wow, 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 fuck, fuck, fuck. Sehr schön. Wir nehmen es gleich mit dem 14. Ich muss ja noch schauen. Also, Step 1. Wie? Find the Warden's Key. Das machen wir gleich mal. Wir brechen jetzt gleich mal bei First Try aus, Leute. So geht das. So geht das. Also, wir müssen den Key finden. Nachher get the plane parts. Das heißt, wir müssen die Flugzeugparts irgendwie bekommen. Nachher müssen wir das Flugzeug bauen. Und dann get the hell out of here. Das heißt, dann fliegen wir weg. Das ist sozusagen, glaube ich, ja, das Ziel, sag ich mal. Gut. Und wir sind hier. Wir gehen wir dann einfach. The Warden's Key ist dann. Ja, das wissen wir nicht. Das ist ein Fragezeichen ausgezeichnet. Finde ich cool auf jeden Fall. So, ja, ja, da hinten kommen sie schon. Da ist über. Hey, da ist auch eine Barriere. Cool. Wusste ich gar nicht. So, machen wir ein paar Headshots. Lassen wir aber noch einen am Leben, damit wir jetzt mal hier die nächste Tür freikaufen können. Ist das schon, sind das schon alle jetzt? Nee, nee. Knifen wir mal. Hoppala, hoppala, hoppala. Wenn ich jetzt schon verreck, ne? Wir haben gesagt, Runde 4 oder Runde 5 oder sowas. Wäre ganz gechillt. Da ich euch aber mehr zeigen will von der Map, und da ich nämlich mal nicht dann hier ein bisschen weiterkomme, gehen wir mal hier nach. Ah, Showers. Infamacy, was ist, versteht ihr? Warte. Infach, egal, Alter, ich bin scheiße in Englisch. Ja, Leute, und ihr braucht jetzt nicht so scheiße in die Kommentare zu schreiben, ich weiß genau, wer das heißt. Sehr gut. Ich bin nur gerade von der Schule nach Hause gekommen und dann bin ich ein bisschen down. Wenn ich hier runterspringe, habe ich so das komische Gefühl, komme ich nicht mehr hoch. Deswegen schauen wir uns mal oben hier ein bisschen um. Das heißt, hier sind wir gekommen. Wenn wir jetzt hier hingehen, können wir hier oben... Doch, man kann sogar wieder hinauf. So. Sehr gut. Das heißt, hier können wir wieder hinaufgehen. Schauen wir uns mal hier unten um, was es hier alles gibt. Es gibt zum Betreten des Jenseits. Was brauchen wir das denn? Ah, das. Ah, diese. Wir haben dreimal noch können wir betreten das Jenseits. So, was ist das hier? Wir müssen zuerst den Strom einschalten. Ah, ich weiß schon, Leute. Wenn man ins Jenseits tritt, dann nehme ich mal an, kann man durch diese Zellen durchgehen und man kann auch diese Double Points holen. Finde ich ganz cool, glaube ich. Also, das denke ich zumindest. Diesen MP5 hätten wir uns eigentlich auch kaufen können. Das heißt, Leute, ich nehme mal, ich glaube, ich weiß, wo man den Strom aktivieren kann. Nämlich, wir betreten das Jenseits einfach mal. Hallo? Lol, und ich habe irgendwie alle Punkte verloren. Ja, und jetzt gehen wir hier durch. Was ist das hier? Ja, weiter. So, ist hier der Strom? Nee, ist nicht der Strom. Doch, ist da der Strom? Ich hatte nämlich so ein Elektroschrom.
Nice, Alter, nice. Richtig cool. Jetzt müssen wir schnell wieder zurück den anderen beleben. Oder? Wir müssen uns schnell wieder beleben, nehme ich mal an. Ah, das geht sich aus. Jawohl. Genau, jetzt haben wir den Strom aktiviert, oder? Haben wir den Strom jetzt aktiviert? Ein Elektroschock schaltet den Strom an. Mist. Doch nicht. Keine Ahnung, was es jetzt war, was es gebracht hat oder wie auch immer. Ich schau mal, was für einen Erfolg wir bekommen haben. Finde ich auf jeden Fall jetzt interessant, was das war. Black Ops 2. Öffnen Sie Mobile ohne Punkte zu investieren. Achso, ich habe jetzt irgendeinen Punkt. Ah, hier, diese Tür haben wir aufgemacht. Nice. Hier gibt's Remington. Finde ich cool. Hier ist auch wieder so eine Tür. Wo ist denn der Zombie jetzt? Ich will den abschlachten. Weil hier geht's weiter, dass die nächste Tür wieder uns freikaufen werden. 2000, Alter. Das ist aber teuer. Hier kann man... Ah, hier dieser Wächterschlüssel. Genau. Das heißt, man muss den Wächterschlüssel finden und hier wahrscheinlich irgendwas holen. Genau, aber ich will mal den Zombie töten. Wo ist der Zombie? Hallo, lieber Zombie, komm doch her. Hallo, lieber Zombie, das ist doch nicht schwer. Wir probieren jetzt hier Rape Trains zu laufen, um meine 2000 Punkte zu bekommen. Alter, das aber bis jetzt gefällt mir die Map so vom ersten Druck. So, ich schau mal, wenn das Gameplay so mehr als eine halbe Stunde dauert, dann werde ich das in zwei Parts hochladen. Sonst werde ich das in einem Stück hochladen, so wie bei Die Rise, da habe ich auch. Hier haben wir auch betretenes Jenseits. Aber mit dem Jenseits kann man wahrscheinlich sehr, sehr viel machen. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass sie das eingebaut haben. Wow! Alter! Jag mir niemals im Leben noch mal so einen Streck an, Alter. So. Achso, ja, dann gehen wir mal ein bisschen andere Richtung. Hallo! Wow, also hier, also ich glaube, Rape Trains hier laufen ist doch nicht so das Beste, weil es jetzt ziemlich eng wird. Vor allem, wenn mehrere Zombies da sind. So, kommen da noch ein paar. Sie töten wir jetzt von hinten. Ha, wir flankieren sie von hinten. So, wo sind sie jetzt, die restlichen? So. Genau. Wow. Wo sind die restlichen? Hallo, stirb, hallo. Komm, dann töten wir es mit dem Knife, dann bekommen wir mehr Punkte. Insta-Kill, nice. Öffnen wir mal die Tür, weil ich will mal weiterkommen. So, was ist das hier? Auch wieder wahrscheinlich irgendein Zeichen. Und welche Karte ist das? Da ist auch die Remington, das heißt, die Remington gibt es sogar doppelt. Vielleicht gibt es sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es sie auch öfters. Hier kann man wieder mit seinem Geist durchgehen, nehme ich mal an. Also da, hier auch, das heißt doch die ganzen... Hoppla, was ist das hier? Die Mystery Box, nice. Ich glaube, die kann man dann aber, wie es aussieht, nur benutzen, wenn man eben in diesem Modus ist, denke ich mal. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum die so scheiße ist. Aber töten wir den einfach so. War es der letzte? Nö. Warte, schauen wir noch kurz weiter, wo es da entlang, wo es da hingeht. So. Wo geht's da weiter? Dieser richtig verschachtelt, Alter. Ein Elektroschock. Das heißt, ich muss immer das Jens aktivieren, um dieses jeweilige Perk zu aktivieren. Okay, 1500 Punkte brauchen wir. Wir campen uns einfach hier hin. Und hoffen, dass es gut wird. So, wo ist denn das jetzt? Wo ist denn jetzt? Ah, da ist einer. Sehr schön. Geschafft die Map. Die Runde, meine ich. Und ich habe so das dumme Gefühl, dass wenn ich jetzt hier bleibe, dass ich verrecke. Aber egal, Leute. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 1500 Punkte brauchen wir, damit wir hier hinaufgehen können. Schauen wir mal, was uns dann dort erwartet. Oh, jetzt bin ich ja schon eine Viertelstunde dran hier. Aber wie gesagt, die Vorgeschichte gefällt mir so mit dem Ganzen, vor allem wie der eine Typ, der seine Pistole dem Typ in den Kopf steckt. Das fand ich ziemlich lustig. Überhaupt nicht gewalttätig, nein. Aber der Vorspann, den fand ich cool produziert. Auch eine lustige Idee eigentlich. In Alcatraz das Ganze spielen zu lassen, man muss ja entkommen, weil das ja das Gefängnis ist, wo man eigentlich nicht entkommen kann und so weiter. Also das ist ja das ganze Phänomen Alcatraz. Also das ist ganz cool gemacht. Ei. Ich glaube, Double Points, okay. Wenn wir uns nicht mal holen können, wahrscheinlich. Nein, Nuke, das ist mir auch zu gefährlich einfach. Wo geht's da? Geht's rauf? Ist da unten noch irgendwas? Da ist ein. Achso, nein, die haben wir gerade aufgemacht, die Tür. Alter, was ist jetzt hier los? Nein, kein Strom verfügbar. Wo sind wir jetzt? Waren wir hier schon? Waren wir schon, oder? Ja, hier waren wir schon.
Ah, das Ganze, glaube ich, das ist so die Main-Zentrale, sag ich mal. Von hier läuft alles weg. Und ja. Ganz cool. So, hier oben ist auch wieder sowas. Das heißt, da kann man auch wieder durchgehen, wenn man in diesem Afterlife ist. Nehme ich mal einfach mal. Probiere ich da mal aus, darauf zu springen. Geile Scheiße. Was ist das hier? Was hat das jetzt gebracht? Keine Ahnung. Egal, egal. Gehen wir hier nochmal durch. Wo geht's hier entlang? Irgendwas hat das jetzt gebracht. Weiß auch nicht was. Irgendwas hat sich da hinten geöffnet. Schauen wir mal, was das ist. Was das war. War keine Ahnung. Ja, beleben wir uns mal wieder. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal das Grundprinzip verstanden. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Angeblich soll es ja auch so einen Oberboss geben oder so. Also irgendein Superstar. So, kaufen wir jetzt die Remington. Ja, kaufen wir jetzt die Remington. Aber damit haben wir nicht genug Kohle dafür. Scheiße. Fuck. Das geht nicht gut aus, Leute. Runde 4 haben wir. Runde 5 werden wir auch noch schaffen, aber ob wir in Runde 6 kommen, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Wo ist der letzte Zombie? Hallo? Zombie. Zombie-Mode. So, hier die Remington. 1200. Hast du die? Zombie, da ist der Zombie. Ha. Vom Chugger würde mich mal interessieren, wo das ist. Hallo? Nein! Boah. Okay, jetzt müssen wir hier bleiben und bis in 1200. Ah ja, ja, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Also ich würde mal sagen, das war Runde 5. Habe ich mein Ziel auf jeden Fall mal erreicht. Aber mehr, glaube ich, schaffe ich jetzt nicht. Schauen wir mal, was meine Erfahrung hier ausmacht. Ob ich hier ein bisschen was einsetzen kann, wenn ich nur mit Pistol spiele. Wow, wow! Oh, ich bin jetzt schon fast wieder. Ich bin jetzt schon fast down, Alter. Will ich nachher die ganze Runde überstehen? Jawohl. Dann will ich schon die 1200. Nice. So. Boah. Jetzt geht's ab, Alter. Wow, wow! Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal. Ich meine, es kommen zwar noch einige Zombies, aber wir müssen uns ja bewegen auch. Aber hier, glaube ich, kann man ganz, ganz cool Raplans mal laufen vorerst. So. Nein! Fuck! Lol, was ist das jetzt? Hä? Nice, das heißt, ich kann mich reviven einfach so. Hä? Ja, was bringt mir das? Das bringt mir Nüsse. Ah, vielleicht kann ich... ich weiß schon, vielleicht kann ich so. Das heißt, ich kann die töten. Finde ich eine ganz coole Idee eigentlich. Also, das... Hätte ich das gewusst, Alter. Ich muss ja mal hier einen Ausweg finden. Nein. Ist da eine Tür? Nee, die kann ich auch nicht öffnen. So, schauen wir mal. Was es da oben so alles gibt. Gehen wir mal den anderen Weg, ja. Wir kommen ja von hier, das weiß ich noch genau. Gehen wir mal den anderen Weg. Hier geht es sich wahrscheinlich auch rauf. Ich habe ja außerdem irgendwas zum Reparieren der Barriere. Also. Hier kann man ja auch hinausgehen. So, hier. Das hat sich geöffnet. Das war dieser Erfolg. Öffne seine Tür, ohne irgendwas dafür zu machen. Finde ich nice. So, was gibt's hier? Hier gibt's auch noch eine Barriere. Wow, die schließen mich jetzt gleich wieder ein. Nachladen schnell. Bevor da irgendwer kommt. Showers, müssen wir hinaufgehen? Nein! Kommt da hinten jemand? Fuck, jetzt habe ich mich voll fett eingesperrt. Junge. Fuck, Runde 7! Nein, Runde 6 bin ich jetzt. Weiter, schnell weiter. Was ist das hier? BR. Kaufen wir es aber mal. Hier kann man hinunter. Oder hier müssen wir. Ne, das ist wieder so ein Kopf. So ein. Kein Totenkopf, aber irgendwas ist das so. Öffnen. 1000. Super. Natürlich jetzt nicht, weil ich mir die Scheiße gekauft habe. Von hier ist das Problem, glaube ich, können die Zombies von überall kommen.
Komm, einen Schuss brauche ich noch hier. So, kaufen wir jetzt das auf. Und jetzt sind wir auch wieder hier in diesem Main-Raum. Es ist, glaube ich, wirklich, es geht alles rund um diesen Raum herum. Wow, 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 wow. Ja, cool. Ah, hier habe ich was freigeschalten vorher. Nice. Da ist die Uzi. Was ist das hier? Da kann man auch noch... Ah, das, da habe ich mich jetzt versperrt. Okay, das habe ich, da kann ich nicht durch. Hoppla. Wow, da kommen noch mehrere. Da ist Speed Cola. Wow, 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 wow. Nein! Ah, jetzt bin ich aber endgültig down, oder? Alter, wie oft habe ich das eigentlich? Okay. Ah, ich hätte auch gleich das hier, dann hätte ich Speedkohle bekommen. Weil ich check das Prinzip nicht ganz, also. Opa! Oh. Ich muss etwas mit dem Strom irgendwie. Achso, das wäre jetzt nicht gut von mir. Da kann ich auch nicht durch. Da ist irgendwas drinnen, was wichtig ist, denke ich mal. Sonst wäre das hier nicht so besonders. Hm. Was ist das? Wie kostet das? Da kann man gar nicht raus. Power is found on lower ground. Das heißt, wir müssen weiter runter. Gehen wir aber mal hier diese Super. Gehen wir wieder in Super Mode. Gehen wir hier durch? Geht das nicht? Können wir irgendwie hier durchgehen hier? Können wir hier irgendwas noch machen? Hm. Das ausschaut eigentlich nicht, also. Naja. Ich will mich. Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck! Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man nicht rechtzeitig wieder zu seinem Body zurückkommt. Ob man nachher stirbt oder was auch immer das dann ist. Haben wir uns Muni. Sehr nice. On lower ground. Das heißt, wir springen einfach mal hier runter. Ach ja, das war ein Fehler. Ah, da waren wir schon mal. Nein! So. Fuck, aber finde ich richtig lustig, die Map eigentlich. So. Was ist das? Double Points? Nee, scheiß drauf. Ah, die BR, die ist auf jeden Fall ganz cool. Das heißt, die kann man auch kaufen, um irgendwie länger zu überleben. Boah. Ich will jetzt irgendwie zu Chaga oder... Hoffentlich gibt es jetzt Chaga überhaupt. Wie kostet das? Ah, da ist eine Tür. Wow, wow. Da ist noch eine Tür, sehr gut. Haben wir gerade auch gemacht. Die Wunderkiste! Nice! Achso, das andere war einfach nur ein Kistenstandort, was wir gesehen haben. Sehr gut. Wow. Was ist das? Was ist das? Ja, genau, Alter, so ein Scheiß. Ich bekomme nur die Scheiße. Weil wir haben auch hier fast keine Muni mehr. Wow. Wow. Fuck. Bist du behindert, Alter? Bist du behindert? Das sind viele Zombies. Also das ist, glaube ich, nicht der beste Weg. Hier kann man die Flugzeugteile zusammenbauen, wie es aussieht. Teile haben wir bis jetzt noch keins gefunden. Aber es wird sich vielleicht noch ändern. Komm, jetzt warten wir wieder auf die Kiste, rennen einmal im Kreis. Was ist das hier? Da ist eine Falle, okay. Ah, Fallen gibt es ja wieder. Da gibt es auch ein paar neue, habe ich gehört. Das ist noch nicht das Ende. Was ist das hier? Nein, jetzt habe ich vergessen zu tauschen. Nein. Was ist das denn für eine? Die Barrett? Alter. Hm. Teile finde ich immer keine. Ich will dann aber noch eine gescheite Waffe. Ich habe jetzt keine Muni mehr hier. Das finde ich echt scheiße. Was ist denn das hier für eine Map? MP. So, Waffe MP5. Sehr schön. So. Alter, wenn ich jetzt verreckt wäre, dann sowas, ne? So, laufen wir mit dem Kreis schnell. Weil es, die Waffen gehen wirklich schnell weg. Finde ich eigentlich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Nein! Alter. Super, keine Muni mehr. Noch die S12 ist scheiße. Ach du Kacke.
Ganz ehrlich, ich mache das jetzt so, ich gehe noch einmal in diesen Super-Mode. Wo ist das? Wo ist dein rotes Teil? Nein! Hier war doch irgendwas, sowas war. Da ist es. Sehr gut. Und probier jetzt mal diesen Strom hier einzuschalten. Ja, cool, da kann man auch rauf. Aber egal, das will ich jetzt gar nicht machen. So. Ah, dann kann ich, so kann ich mir Double Punch machen. Okay. Nice. Finde ich cool. Und jetzt gehe ich nochmal hier hinauf und schaue noch, was hier oben ist. Hallo? So, da war ich schon oben, glaube ich. Na egal. Müssen wir wieder beleben. Nein, nein, nein! Uah! Ach du Scheiße. Also, ja, wie oft hat man diesen Supermode eigentlich? Da steht so irgendeine Zahl daneben, aber die scheint mir ein bisschen unrealistisch, weil wenn da steht hier irgendwie noch nur 1 oder so, oder... Jetzt habe ich 0, okay. Das heißt, wenn ich jetzt verreck, dann bin ich endgültig tot. So, ihr braucht hier einen Schlüssel, aber wo ist der Schlüssel? Hm, hier gehe ich dann einfach. Ich gehe dann nochmal dort hinein. Hoppla. So, tommen wir mal alle Zombies zusammen. Kommt alle her, Zombies! Kommt her! So. Ich bin noch gespannt, ob man das punchen kann auf diesem Map. Bis jetzt habe ich ja noch keine Hinweise darauf gesehen. Kann man das aufmachen? Ah, das kann man auch aufmachen hier. Nice! Er hat ja gesagt, Strom ist am unteren Floor. Kein Jenseits mehr. Nein, und ich nehme mal an, hier ist der Strom, das Jenseits, wenn man ins Jenseits geht. Fuck, glaube ich, hau mich da gerade in die Tiefe hinein. Ohne eine Ahnung zu haben, was hier unten ist. Wächterschlüssel benötigt, den braucht man für alle Scheiße. Ach du Kacke, na, dann müssen wir hier unten mal bleiben. Gehen dann nach unten weiter. So. Finde ich richtig geil hier die Map. Also, was ist denn das? Um teilzunehmen! Schild. Ah, man kann ja auch ein Schild bauen, genau. Ich habe jetzt ein Teil für ein Schild, habe ich schon. Okay. Wie viele Teile braucht man? 3 sind, glaube ich, dort gewesen. Die kann man auch durchschauen. Hier hinten ist irgendwo eine Waffe, ja. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine neue Waffe. Und wie viel Geld brauche ich dafür? 1000, okay. Ui, ich brauche jetzt mal... Max Ammo. Brauche ich auf jeden Fall. Wow! So, noch 2 Kills oder so. Kommt, beeilt euch! So, nice, Double Points. Und jetzt können wir aufmachen, oder? Ja! Was ist das für eine Map? UC 1500, nein! Wow, da kommen wir von überall jetzt. Ach du Scheiße, wohin gehen wir schnell hinauf? Ach du Kacke, na, das war auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Gehen wir mal, geht sich das aus? Ja, da können wir gar nicht mehr überleben, oder? Da ist ein fetter Typ! Alter, will der mich verarschen? Ja, das kann man vergessen hier. Also das kann man vergessen, ne? 9 Runden finde ich auf jeden Fall okay. Aber das kann man echt vergessen. Da habe ich mich selber in die Falle gelockt. Ha, hier sieht man einen Schlüssel. Hier gibt es 5 Flugzeugteile, ein Schild und ein Acid Cat Kit. Hm, okay. Irgendwas mit Essig. Acid, was ist. Genau. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Unten sind natürlich in der Beschreibung alle Links. Und ich sage, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Knosti.